Bluttransfusion im Zweiten Weltkrieg direkt von Patient zu Patient. Anfangs waren Bluttransfusionen nur möglich direkt von Patient zu Patient. Dafür wurden diverse Hubspritzen entwickelt. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden diese auch zum transportablen System umgebaut. Hier ist jetzt eine Demonstration von drei verschiedenen Varianten. Die einfachste Variante ist eine sogenannte Hubspritze. Das Prinzip ist, dass der Patient und der Empfänger werden nebeneinander gelegt. Aus diesem Grund hatten auch die Soldaten im Zweiten Weltkrieg die Blutgruppe auf den Oberarm tätowiert, um direkt eine Bluttransfusion machen zu können. Das Prinzip war, der Patient, der Spender wurde hier angeschlossen, der Empfänger wurde hier angeschlossen. Entsprechend mit den entsprechenden Flügelkanülen. Diese Kanülen selbst sahen so aus. Wer Näheres darüber erfahren möchte, kann das Video Blutabnahme nach Strauß von mir sich anschauen. Dort werden diese Kanülen genauer erklärt. Die Spritze wurde zuerst mit zitrierten NaCl gefüllt. Zitriert heißt, es ist Zitronensäure drin. Das verhindert die Blutgerinnung. Dann wurde die Spritze aufgezogen, dem Blut des Spenders. Dann konnte ich die Spritze drehen. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, dass man es in der Kamera noch sieht. Und habe dann das Blut in den Spender gespritzt. Dann wieder umgedreht. Blut gezogen. Umgedreht. Und Blut zurück. Die Spritze ist jetzt etwas unhandlich. Die gab es auch in einer kleineren Variante für den Feldeinsatz. Zu sehen sind zwei Straußkanülen für Spender und Empfänger. Die Spritze selbst. Der Verteilhahn und ein Montageblatt. Zur Montage muss man, das ist der Deckel der Transportbox, also die Box selber, um es mal zu zeigen, sieht so aus. Wurde gebaut von B. Melsung. Ich weiß dasselbe Problem wie bei der Röhrenfotografie. Man fotografiert Spiegel. Im Boden war diese Halterung. Und dort habe ich jetzt die Spritze aufgesetzt. Mit dem Transferhahn. Dann eine normale Rekordspritze, allerdings mit Schraubgewinde. Jetzt habe ich hier meine drei Zugänge. Der mittlere wird auch wieder benutzt für zitriertes NaCl, also
Kochsalzlösung mit Zitronensäure, um die Blutgerinnung zu verhindern. Damit wird das System gefüllt. Dann schalte ich um zum Spender, ziehe auf, schalte um zum Empfänger und spritze rein. Dann schalte ich wieder um zum Empfänger und so weiter, bis das Blut dann komplett transferiert wurde. Natürlich nicht alles, aber natürlich bis dann der Patient wieder bei Bewusstsein ist, beziehungsweise stabilisiert. Von dieser Feldvariante gab es auch eine etwas kleinere Ausführung. Die wurde von der Schweizer Firma, einer Schweizer Firma gebaut. Und die hieß Transfusex. Die ist auch bekannt als Blutpumpe. Zum einen sind schon mal etwas kleinere Kanülen. Das ist noch in der Originalverpackung. Das hier sind die Verbindungsschläuche. Das ist jetzt der große Nachteil der Medizintechnik. Diese Schläuche korrodieren und verspröten immer mehr. Die sind meistens nicht mehr zu benutzen, weil die kleinste mechanische Belastung lässt sie brechen. Dann gibt es zwei Stauschläuche. Die Ähnlichkeit mit den modernen Stauschläuchen ist verblüffend, aber es ist dasselbe Prinzip. Und dann hier die eigentliche Pumpe. Ein Teil dieses Schlauchs wird in die Pumpe eingelegt. Ich kann es jetzt nicht ganz genau demonstrieren, weil, wie gesagt, der Schlauch bricht. Das ist die Pumpmechanik. Und durch diese zwei Hebel pumpen jetzt, ich kann es nicht drehen mit den Schlauch drin, ich muss ihn wieder rausholen. Er ist schon zu korrodiert. Das Prinzip ist, dass jetzt dadurch, durch die Rotation, wird jetzt der Schlauch komprimiert. Man sieht es. Und die Flüssigkeit, in diesem Fall das Blut, weiter transportiert. Und oben auf meinem Display sehe ich, wie viel Umdrehungen ich bereits gemacht habe und wie viel Volumen insgesamt transportiert wurde. Das wurde eingesetzt bis in die 60er Jahre.